Wir singen zu Beginn unserer heiligen Messe die Nummer 266 im Gotteslob. Nummer 266. Wendet sich an Jesus. Mit intensiver Bitte, mit großer Herzenskraft tritt er an den Meister heran und fleht um das Leben seines Sohnes. Sein Glaube hilft ihm. Wenn ihr nicht Wunder seht und Zeichen, dann glaubt ihr nicht. So tadelt Jesus ihm zu Beginn. Unser Glaube soll nicht auf Wunder und Zeichen, sondern ganz auf das Vertrauen begründet sein. Das Vertrauen in Christus. Ab heute hören wir in der täglichen Messe das Evangelium immer aus dem Johannesevangelium. Der Jünger also, der am Herzen seines Meisters in besonderer Weise gehorcht hat, damit wir in dieses tiefe Vertrauen, in diese Liebe des Lieblingsjüngers mit hineingezogen werden, damit wir besonders am Geschehen des Kreuzes teilhaben dürfen, auf das wir zugehen, und am Geschehen des Lebens, nämlich Ostern. Auch das vollzieht sich jetzt auf unserem Altar jedes Mal in der Feier der Heiligen Eucharistie. Auf sie wollen wir uns vorbereiten, uns öffnen, mit Vertrauen dem Herrn entgegengehen. Herr Jesus Christus, guter Hirte und unser Osterlamm, Kyrie eleison. Herr Jesus Christus, wahrer Weinstock, wir sind die Reben an dir, Christe eleison. Christe eleison. Herr Jesus Christus, Brot des Lebens und Quell des ewigen Heiles, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Es erbarme sich über uns alle, der allmächtige Gott. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns bieten. Allherrschender Gott, du schenkst uns im österlichen Geheimnis jenes wunderbare Leben, das die Welt unablässig erneuert. Lass das Werk deiner Gnade in der Kirche mächtig werden und gib ihr alles, was sie in dieser Zeit braucht. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr: Seht, ich erschaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Man wird nicht mehr an das Frühere denken, es kommt niemand mehr in den Sinn. Nein, ihr sollt euch ohne Ende freuen und jubeln über das, was ich erschaffe. Denn ich mache aus Jerusalem Jubel und aus seinen Einwohnern Freude. Ich will über Jerusalem jubeln und mich freuen über mein Volk. Nie mehr hört man lautes Weinen und lautes Klagen. Dort gibt es keinen Säugling mehr, der nur wenige Tage lebt, und keinen Greis, der nicht das volle Alter erreicht. Wer als 100-Jähriger stirbt, gilt noch als jung, und wer nicht 100 Jahre alt wird, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und selbst darin wohnen. Sie werden Reben pflanzen und selbst ihre Früchte genießen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Wir wollen auf das Wort Gottes antworten und uns in das Vertrauen auf Gott einüben, wenn wir die Nummer 142 singen. Nummer 142, zu dir, o Gott, erheben wir die Seele mit Vertrauen. Zu dir, o Gott, ein königlicher Beamter, dessen Sohn war krank.
Als er hörte, dass Jesus von Judäa nach Galiläa gekommen war, suchte er ihn auf und bat ihn, herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, denn er lag im Sterben. Da sagte Jesus zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Der Beamte bat ihn: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus erwiderte ihm: Geh, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und machte sich auf den Weg. Noch während er unterwegs war, kamen ihm seine Diener entgegen und sagten: Dein Junge lebt. Da fragte er sie genau nach der Stunde, in der die Besserung eingetreten war. Sie antworteten: Gestern in der 7. Stunde ist das Fieber von ihm gewichen. Da erkannte der Vater, dass es genau zu der Stunde war, als Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Und er wurde gläubig mit seinem ganzen Haus. So tat Jesus sein zweites Zeichen, und zwar nachdem er von Judäa nach Galiläa gekommen war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Christus ist gekommen, zu retten, was verloren war. Vor ihm tragen wir Not und Elend der Menschen und rufen: Heiland und Erlöser, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Welt, die die Orientierung verloren hat und ihren Erlöser nicht kennt: Heiland und Erlöser, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Kirche, die die Einheit verloren hat und nicht mehr um ihre Mitte weiß: Heiland und Erlöser, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Kranken, die nach Heilung rufen, und die Verzweifelten, die keine Hilfe finden: Heiland und Erlöser, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Leute, denen wir unser Gebet versprochen haben, und für uns selber in unseren Sorgen und Ängsten: Heiland und Erlöser, wir bitten dich, erhöre uns. O Gott, du schaffst den neuen Himmel und die neue Erde, wo wir uns ohne Ende freuen. Wir vertrauen deinem Wort und preisen dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. In einem Augenblick Stille wollen wir Vertrauen fassen, bevor wir an den Altar treten und uns und unsere Anliegen, die Menschen, die uns am Herzen liegen, so wie es der Vater im Evangelium mit seinem Sohn getan hat, zu Jesus bringen. Das sind unsere Gaben, die wir jetzt mit Brot und Wein auf den Altar stellen. Dazu singen wir im Gotteslob beim letzten Abendmahl, Nummer 282, beim letzten Abendmahl. Jesus, in dem Saale, Gott danken.
Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefallen. Herr, unser Gott, nimm die Gaben an, die wir darbringen, und mache das heilige Opfer in uns wirksam. Befreie uns von der alten Anhänglichkeit an das Böse und lass das neue Leben der Gnade in uns wachsen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unser Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dein Erbarmen zu preisen. Denn jedes Jahr schenkst du deinen Gläubigen die Gnade, das Osterfest in der Freude des Heiligen Geistes zu erwarten. Du mahnst uns in diesen Zeiten der Buße zum Gebet und zu Werken der Liebe. Du rufst uns zur Feier der Geheimnisse, die in uns die Gnade der Kindschaft erneuern. So führst du uns mit geläutertem Herzen zur österlichen Freude und zur Fülle des Lebens durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir deine Größe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Preis ihm, der kommt in unsere Zeit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Franz und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen.
Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Nummer 213, Gotteslob, Heilige Seelenspeise. Auf dieser Pilgerreise, Manna Himmelsbrot, wollst unseren Hunger stillen. Wir wollen uns geistigerweise mit Christus vereinigen, auch diejenigen, die nicht real zur Heiligen Kommunion gehen können, mit diesem Lied. Schenke uns die Gesundheit des Leibes und das Heil der Seele. Gib uns herzliche Liebe und Aufmerksamkeit und die ständige Bereitschaft, dir und dem Nächsten zu dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.